es gibt ja auch das Cybermobbing zum Beispiel. Das kommt ja jetzt noch mit dazu. Früher war es halt nur wirklich das, sag ich mal, live ausgetragen auf dem Schulhof. Ja. Und dann kam auf einmal die sozialen Netzwerke hinzu. Ja, und die bieten da nochmal eine ganz andere Art und Weise des Mobbings. Und genau da möchte ich jetzt einhaken, weil ich gestern im Radio nämlich gehört habe, dass sie jetzt Wie, gegen Radio, du Cyber... zahlst Gebühren, Radiofunkgebühren? Autoradio. Ja, das zahlt man auch Gebühren Ja. für. Nein, ich zahle keine Gebühren. Bis jetzt. Meine Eltern. Kommt noch. Da zähle ich ja noch mit rein. Auf jeden Fall habe ich da gestern im Radio mitgekriegt, dass ja, Cybermobbing gegen Cybermobbing jetzt diskutiert wird, was die Regierung oder die Politik dagegen tun kann. Nichts. Ja, die wollen jetzt, wie Eigentlich die gesagt, Politik gar nicht. die wollen jetzt die Gesetze dadurch verschärfen oder dafür verschärfen, dass es nicht mehr so einfach geht. Die wollen das so ändern, wie ich das mitgekriegt habe, dass die Netzbetreiber der Social Media Gedönse dass jetzt bei jedem Einloggen vorne auf der Seite zeigen müssen, dass hier, ne, so nicht, wenn du was machst, dann hat es Konsequenzen rechtliche. Ja, Ja, aber das mehr habe ich bis jetzt leider da noch nicht mitbekommen, weil da immer noch drüber debattiert wird. Ja, Politik halt, ne? Das typische Profilieren über ernsthafte Themen und in Wirklichkeit doch nichts tun. Da gehe ich eher, da würde ich eher andere Wege begehen, erschreiten. Und das in den Köpfen halt einfach von den Leuten ein bisschen, ja, ein bisschen präsenter zu machen, was man da eigentlich Gegen tun kann. anrichten kann damit. Ach so, anrichten. Nein, Ja. was man anrichten kann damit, weil das ist halt so, Mobbing ist halt, es gibt immer welche, die es bewusst machen, aber es gibt halt auch immer einen Großteil der Menschen oder der Leute, die sich da daran beteiligen, denen das vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst ist, was sie da eigentlich tun, dass das eigentlich jetzt so wirklich Mobbing ist. Also da habe ich mich auch mit einigen Leuten darüber unterhalten, wie sowas immer zustande kommt. Also ich habe da so, ja, ein paar Interviews geführt, sozusagen, kann man sagen. Also, da habe ich so verschiedene Meinungen zu hören bekommen, dass zum Beispiel, ja, das eben Kinder so machen, ne? Ja. Man hat halt einen Anlass, der vielleicht auch erstmal im ersten Moment total harmlos ist und sich dann so hochschaukelt, ne? Indem man sich versieht, nimmt man eben richtig in die Mangel. Und ist das Opfer steht dann mehreren Leuten gegenüber und weiß sich gar nicht mehr zu wehren. Ja, und dann, die anderen lassen sich dann halt so davon mitreißen. Ne? So geht das eigentlich immer relativ schnell. Dann wird denen Das erst stimmt. später bewusst, dass man eigentlich jemanden richtig ernsthaft wehgetan hat dadurch. Ob das nun psychisch oder physisch ist, macht in dem Fall überhaupt keinen Unterschied. Habt ihr denn mal Erfahrungen im Bekanntenkreis gemacht, wo ihr gemerkt habt, oh, der wird jetzt gerade gemobbt, ich muss da aber gegen was tun, oder? Also ich habe eher die andere Seite kennengelernt. Also ich habe eher die persönliche Erfahrung gemacht, wie es ist, gemobbt zu werden. Und ansonsten kenne ich das wirklich nur von Erzählungen. Also so be bewusst jetzt erlebt in meinem Bekanntenkreis, dass jemand gemobbt wurde und ich habe da zugeschaut oder habe versucht, da was dagegen zu tun. Nein. Also wäre das so der Fall gewesen, hätte ich auch ganz genau gewusst, wie ich da hätte mit unterstützen können oder wie ich das hätte versucht zu verhindern oder so. Aber das war zum Glück bei mir nicht der Fall. Wie schaut's bei dir aus, Also. Mahmut? Bei mir selbst, ich wurde halt damals auch minimal gemobbt, also es war halt nicht so extrem, es hatte keine extremen Auswirkungen und so was. Ne, bei mir war es persönlich halt in der Schulzeit aufgrund meiner Unsportlichkeit. Wurde ich hin und wieder immer mal wieder gehänselt oder halt aufgrund der Tatsache, dass ich halt statt nach draußen zu gehen, immer vor Videospielen hing und sowas, wurde ich halt auch teilweise nicht wirklich akzeptiert. Aber jetzt nichts wirklich Extremes, aber es hat sich doch schon durch die fast die gesamte Schullaufbahn so gezogen. Und ja, sonst so wirklich so wahrgenommen, so dass andere gebockt wurden, habe ich jetzt nicht wirklich. Wobei, so kleinere Mobbing-Opfer gab es da schon, aber halt, die haben auch keine gravierenden Auswirkungen gehabt. Ne, wie man es halt immer so aus den Medien halt mal hinkriegt. Kannst du dich mal kurz hinlegen? Bitte was? Bitte was? Du sollst dich einmal hinlegen.
Süße, ist das erlaubt? Ja. Mach ruhig. Ich seh's ja eh nicht. Guck weg, nicht, dreh dich vor mir weg. Heißt. Ich leg. Ne? Und ja, was ich aber persönlich halt auch finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel die Regierung sagt, ja hier, ne, wir müssen irgendwas machen hier, damit irgendwer nicht mehr mobben kann, so Cybermobbing-mäßig und sowas, beispielsweise in den AGBs verhängt, was ja eigentlich sowieso schon drin steht, kannst du im Prinzip sowieso nicht verhängen, weil es gibt genug Leute, sag ich mal, die halt dieses Mobbing betreiben, aus wirklichen Freude am Mobbing, sag ich mal. Ja, die traurig. Teilweise halt auch an eigenem Frust und so weiter und so fort, ist ja auch egal. Jedenfalls, die Leute, die halt wirklich, sag mal, Spaß am Mobben haben, finden immer einen Weg, wie sie dann halt und wenn der eine sich, ich wollte gerade sagen, und wenn der eine sich wehrt, die verhängnisvolle Methode wäre, ja, wenn du mobbst, dann wird dein Account gesperrt. Das ist dann dem Mobber egal, er stellt halt einen neuen. Naja, aber sagen wir mal, es ist in dem Bereich vom Spiel jetzt, wo wir gerade so sind, mit dem Account, wo du sagtest, nehmen wir jetzt mal WoW, weil da haben wir jetzt ein Projekt am Start. Wäre das jetzt der Fall, dass derjenige dann einen bezahlten Account, egal ob es jetzt WoW ist oder damals war es ja noch SWTOR, oder es ist zum Beispiel, mein Gott, wie heißt das, The Elder Scrolls Online, da wäre es dem Mobber wahrscheinlich nicht egal, weil er Geld da reingesteckt hat, ne? Na gut, es kommt halt drauf an, ob er halt sich einfach nur Account erstellt hat, um na gut, okay, ein bisschen zu mobben oder halt wirklich exzessiv zu spielen. Es gibt halt auch genug Leute, die sich halt dann wiederum MMORPGs raussuchen, weil sie wissen, da sind kleine Kinder dahinter, sag ich mal, die leicht zu mobben sind. Mhm. Ja, meine persönlichen Mobbing-Erfahrungen, ich habe auch welche gemacht, muss ich sagen. Ja, waren auch nicht toll, ne? Ganz klar. Ich hätte gefragt, aber erzähl ruhig weiter. Noch ne, jetzt will ich gar nicht mehr erzählen. Nö. Jetzt hast du verkackt bei mir. Du nämlich wieder gemobbt und du machst nämlich genau das Richtige und du wehrst dich halt dagegen. Ja, mittlerweile. Ja, und welche Erfahrungen sieht man da schon raus? Und solange es, also was heißt solange? Man kann Glück haben, wenn man da so für sich so eine Stärke daraus noch gewinnt. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder, gerade weil du das meintest, Mahmut, so Schulzeit, das ist ja wirklich die Zeit, wo die meisten unter Mobbing zu leiden haben. Also ja. Weil da immer sehr, sehr viele Charaktere aufeinandertreffen und irgendeiner immer dabei ist, der irgendwie aus dem Rahmen fällt und dann halt auch mal so eine Angriffsfläche bietet. Ja, leider ist das halt in diesem Alter noch so, dass Individualisten und Außenseiter da noch nicht so gern gesehen sind, das sage ich jetzt mal, anders ausgedrückt. Also, ja, leider. Schließe dich der Gruppe an oder bleib Außenseiter und werd von uns gemobbt. Dieser Gruppenzwang halt, der dahinter steckt, weil Mammut auch das ansprach, wenn du da so einen mit in der Gruppe hast, der eben das zu seinem persönlichen Schlachtruf macht, also Mobbing halt seinem persönlichen Hobby gemacht hat, der kann dann auch die Leute auch sehr gut animieren, da mitzumachen. Und wenn du da eben dann das Opfer bist, dann stehst du ganz schnell mehreren Leuten gegenüber, vielleicht eigentlich auch gar nicht so sind, aber sie es halt mitreißen lassen. So war es bei mir halt gewesen. Mhm. Bei mir war es jetzt nicht, dass ich irgendwie durch Unsportlichkeit oder so aufgefallen bin. Bei mir war es das ganz andere klassische Beispiel, Streber. Ja, okay, das kann ich auch noch. Lehrerliebling und halt immer gut in der Schule gewesen, wo ich ja kaum oder wenig dafür gemacht habe, mir ist das einfach leicht gefallen. Und zwar halt dann irgendwie meinen Mitschülern im Dorn im Auge. Und irgendwann dachten sie halt, das Maß ist voll, der zeigen wir jetzt mal, wo es lang geht. Das war in der Grundschule gewesen, also ich war sowieso ganz schüchtern, noch total, also ich habe überhaupt nicht, ich war total die typische kleine graue Maus, die nicht auffällt, die auch nie was sagt und mich dann sowieso schon akustisch oder mit Worten schon mal gar nicht gewehrt habe oder wehren konnte. Und das hat dann natürlich noch mehr Angriffsfläche geboten. Ne? Na klar. Wenn dann nur die gegenübersteht und so wie ich in dem Fall groß guckt und gar nicht weiß, was er dagegen tun soll, ja... Das war halt
weiß nicht, also ich gebe mir selber auch ein bisschen mit die Schuld an der Sache, weil ich mich halt wirklich nicht gewehrt habe. Ne? Ich habe das alles über mich ergehen lassen, da diese Zeit, und meine Eltern haben dann eben gehandelt in dem Fall und haben mich von der Schule genommen. Mhm. Haben mich da im Prinzip rausgenommen aus dieser Situation und dadurch mich davor bewahrt, mehrere Jahre dem ausgesetzt zu sein. Weil ich denke mal, wenn man einmal so das Mobbing-Opfer ist, dann kann es unter Umständen sein, dass man da auch nicht rauskommt. Also ich weiß das von Berichten, also von Leuten, die mir das erzählt haben, dass sie wirklich die ganze Schulzeit da mehr oder weniger drunter gelitten haben, mal mehr, mal weniger, aber das war bei mir dann zum Glück nicht so. Oder ich kam dann in eine andere Schule. Obwohl ich dann später auch wieder auf diese Schule zurückkam, durch so Zusammenschlüsse, also weil die Schulordnung sich dann halt so ein bisschen geändert hat, hat das schon gereicht. Es waren 2 Jahre, die ich da weg war, und das hat das Ganze, die sind auch älter geworden, die meisten waren dann auch ein bisschen vernünftiger im Kopf, sag ich mal. Ja, also ich wünsche das wirklich keinem, das ist... Nein, wünsche ich definitiv auch keinem. Ich habe das ja auch erlebt, über 3,5 Jahre, und ich habe mich mehr oder weniger gewehrt, aber leider erst dann, wo es zu spät war, mehr oder weniger. Und sie es schon so weit aufgebaut hat, dass... Ja. Und das andere Problem war ja auch, es war in der Ausbildung, ja, und wenn du eine Ausbildung gerade machst, dann willst du die ja fertig machen, ne, und nicht unbedingt abbrechen wegen so einer Scheiße. Und dann habe ich mich halt da, ja, drauf eingelassen, sag ich mal, dass ich gemobbt werde. Und aufs Gröbste auch, ja, schikaniert wurde und. Weil ich einfach die Ausbildung durchziehen wollte, ja, und nicht abbrechen wollte deswegen. Und Chefin hatte nie was machen können, weil sie die ja natürlich nie auf frischer Tat erwischt hatte. Das ist ja meistens der Fall. Ja, das war eigentlich so das Problem bei mir. Das größte Problem. Aber ich hab's halt durchgezogen, ne. Da bin ich heutzutage ehrlich gesagt stolz drauf. Weil ich das... Weil ich dann halt, ja, ich hatte halt ein paar Problemchen. Dann auch gesundheitlich, sag ich mal, war dann halt, das war halt die Zeit, wo ich nicht so aktiv war auf YouTube, war halt da im Krankenhaus und ja, hab dann halt meine Prüfung auch aus dem Krankenhaus rausgemacht und alles. Ja, Wahnsinn, dass du das trotzdem alles geschafft hast. Aber das ist das Moment, was du von meintest, so, wo du meintest, ja, nicht so gravierend gewesen, das weiß man immer nicht. Man sieht das denjenigen auch nicht immer unbedingt an, wie sehr eben so eine Hänseleien, da sind es nur Hänseleien oder ist es für denjenigen schon richtiges Mobbing? Man weiß halt immer nicht, wie sich das dann im Kopf und außerhalb des Bereichs dann auswirkt. Natürlich, man sieht es halt als Außenstehender nicht. Richtig. Und das ist eben auch sowas, was bei mir, obwohl ich damals noch so jung war, trotzdem hat mich das schon geprägt und ich habe da wirklich so einen Sinn dafür entwickelt, wann es nur Neckereien sind oder mal so ein bisschen Piesacken und wann es wirklich dann auch zu Mobbing ausartet, und deswegen, ich weiß nicht, ich bin da schon ein bisschen sensibilisiert bei dem Thema, und meine Lehrzeit war zum Beispiel eine sehr schöne Zeit, also die habe ich sehr genossen, und auch meine weiterführende Schule nach der Realschule, die Abiturzeit, da war das zum Beispiel dann bei mir so, dass ich halt immer mit den Leuten, die halt so ein bisschen von ihrer Art halt so vielleicht anecken, so ein bisschen, wie man so sagt, so Eigenbrötler sind, mit denen habe ich mich immer sofort verstanden, oder ich habe mich immer sofort darauf eingelassen, dass jemand mal nicht so ist wie der Rest und so. Und das hilft dann schon, wenn nämlich... wie soll ich sagen, das ist so hört sich blöd an, wenn jemand Verstärkung bekommt oder so, dann nimmt man den Wind aus dem Segel, aber es ist einem im Prinzip so, wenn die ganz alleine für sich bleiben, dann ist diese Akzeptanz halt irgendwo ein bisschen schwer. Da gebe ich dir recht, und bei mir war das halt so, ich habe halt keine Verstärkung von außen bekommen, habe das halt alles in mich reingefressen, habe auch niemanden so wirklich an mich rangelassen in der Zeit. Aber es hat mir, ehrlich gesagt, habe ich da eine gute Lehre rausziehen können, ne? Direkt mal meine, leider erst im Nachhinein. Leider, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, das weiß man ja bekanntlich. Aber dafür weiß ich mich heutzutage zur Wehr zu setzen, und wenn ich merke, oh, das geht jetzt in Richtung Mobbing, also es ist nicht mehr diese normale Schikanei, dann sage ich auch direkt, bis hierhin und nicht weiter zum Beispiel.
Genau, das meinte ich, diese Sensibilität.